Baden-Württemberg-Duell und Spitzenspiel heißt es am vierten Spieltag für die Brustring-Frauen. Die TSG auf Platz 2, der VfB mit einem Punkt, aber auch einem Spiel weniger auf dem dritten Platz. Der VfB in Rot hält in einer nervösen Anfangsphase beider Teams die Konzentration hoch. Glaser schickt Islaka die quer für Linette Hofmann. Die muss dann nur noch einschieben. Netzt im zweiten Spiel. In Folge vierte Minute der Blitzstart und die frühe Führung 1:0 für den VfB. In der Folge werden die Badenerinnen zunehmend stärker, bekommen einen indirekten Freistoß im VfB-Strafraum zugesprochen. Temay will blocken, wird nochmal zurückgebogen. Die TSG wartet clever und macht es dann überraschend schnell. Braun für Vanessa Herre, der Ausgleich in der 28. Anschließend flacht die Partie ab und weitere Torraumszenen bleiben aus. Mit 1:1 geht es in die Pause. Nach der versucht der VfB direkt wieder ins Spiel zu finden. 56. Minute, Hofmann, Julia Glaser, Volley, schöner geht der nicht. Die Schweizerin, die bereits für Lazio Rom gekickt hat, mit ihrem bereits fünften Saisontor, wieder führt der VfB. Und der macht weiter Druck. Islaka nimmt den gut mit. Yuka Hirano läuft goldrichtig ein. Die Bad Cannstatterinnen reißen die Partie jetzt fest an sich. Die Japanerin mit dem 3:1. Nur 7 Minuten später Islaka gegen Bräutigam. Hoffenheim bekommt sich nicht befreit. Jana Spengler gegen die Laufrichtung. Eben eingewechselt nach Verletzungs-Comeback. Direkt da, willkommen zurück. Durch den Doppelschlag in 7 Minuten entscheidet der VfB die Partie, gewinnt das Topspiel gegen Hoffenheim mit 4:1 und feiert den dritten Sieg im dritten Spiel. Heiko Gerber hören wir gleich. Heute mal zuerst der Blick in die Tabelle. Der ist nämlich erfreulich. Der rote Brustring überholt die TSG, klettert auf Platz 2. Ja, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Wir sind eigentlich früh ins Führung gegangen, hätte uns eigentlich Sicherheit geben müssen. Und dann hat es Hoffenheim sehr, sehr gut gemacht, hat uns immer wieder vor Verlegenheiten gebracht. Und das Problem war aber nicht gegen den Ball, sondern dass wir selber mit Ball in der ersten Halbzeit einfach ja, keine Überzeugung hatten, keinen Mut hatten. Ich weiß nicht, was da los war. Und ja, das haben wir angesprochen in der Halbzeit. Und dann hat man auch gesehen in der zweiten Halbzeit, wenn wir Fußball spielen, was wir in der Lage sind. Also ich rechne mit Hoffenheim immer noch. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, das muss man einfach mal sehen. Und sehr viele gute Spielerinnen drin, die vielleicht noch ein paar Tage brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Aber das ist einfach viel Potenzial da und wir wussten, dass es schwer wird, dass wir gegenhalten müssen. Und jetzt ja, kommt das nächste Spiel, Kickers Offenbach, wieder ein sehr guter Gegner. Dann kommt Wacker München, wieder ein guter Gegner. Also wir wissen, dass wir uns jede Woche anstrengen müssen, um halt unser Ziel oben zu bleiben, dann auch durchzusetzen.